Hey, kommt zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur ersten Episode des Huddersfield Karrieremodus, dem PS4 Karrieremodus hier auf dem Kanal. Heute ist sie angekommen, meine PlayStation 4. Bisher gameplay-technisch ganz, ganz schlechte Erfahrungen mit FIFA 18 gemacht, aber heute soll es besser werden und wir gehen gleich rein in die Karriere mit Huddersfield. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, checkt die Links in die Beschreibung aus. In die Beschreibung, genau, in der Beschreibung natürlich. IG Vault 6% Rabatt auf eure Coins, FIFA Points, PSN und Microsoft Guthaben mit dem Code MAXGAMINGTV. Auf jeden Fall auschecken, es lohnt sich, die Preise sind gut und ihr kriegt 6% Rabatt, es lohnt sich also doppelt. Dazu mein Merchandise und meine Social Media Links, Instagram und Twitter, gerade Twitter für den Karrieremodus. Es ist einfach die beste Variante, abgesehen von den Abstimmungen hier, wird es da Abstimmungen geben und werdet ihr da am besten Vorschläge einreichen können. Das heißt, folgt auf Twitter. Wir gucken uns eben an, wie sieht dieser Verein denn aus. Huddersfield Town wurde 1908 gegründet, ist eine relativ kleine Stadt, 140.000 Einwohner. Im Vergleich zu anderen englischen Städten auch relativ groß, aber im Vergleich so zu London und so natürlich relativ winzig. Allerdings gibt es da auch nur einen Fußballverein und nicht 28. Ja, die haben einmal den Landespokal gewonnen und dreimal die Meisterschaft. Den letzten, beziehungsweise den wichtigsten Titel gewinnen, das war 25-26 und das war als erstes Team drei Division-Titel in Folge. Das heißt, es ist auch schon eine ganze, ganze Ecke her, dass die was gewonnen haben. Aber wir übernehmen jetzt die Terriers und wir wollen was reißen. Wir sehen die Erfolge, beziehungsweise die Vorstandserwartungen sind relativ gering, ja, müssen wir uns keine großen Gedanken machen. Der Vereinswert ist hoch, das Kirkley Stadium ist unser Stadion, die Trikots finde ich persönlich nice und wir haben 32 Millionen Transferbudget. Zu den Transfers kommen wir später, wir gehen jetzt erstmal rein überhaupt in den Karrieremodus. Wir spielen natürlich auf Legende, 5 Minuten Halbzeit, Kirkley Stadium ist unser Stadion, die Währung. Können wir auch endlich auf Pfund umstellen, ne? Wir lassen es auf Euro, damit ihr nicht verwirrt seid. Eigentlich müsste ich mal auf Pfund umstellen, damit ich es mal lerne. Aber egal, wir machen das so. Lädt Aktualisierung herunter und wir sehen uns gleich wieder im Main-Menü. Vorbereitungsturnier würde ausgewählt, wir spielen gegen Hannover 96, weil das der Pokal ist, der am meisten Geld bringt. Den nehmen wir natürlich auch nicht weiß. Ihr wollt jetzt Vorschläge für Transfers in die Kommentare schreiben, aber Kontenance bewahren. Wir analysieren erst den Kader und dann sage ich euch meine Vorstellung, was ich überhaupt für Spieler haben möchte. Erstmal, wo wir Bedarf haben und was für eine Art von Spielern. Und dann könnt ihr gerne in die Kommentare eure Vorschläge schreiben. Aber beachtet das, was ich euch sage, die Kriterien. Gut, dass wir zur Analyse direkt jetzt schon kommen. Ja, also, die Torhüterposition. Ihr seht, wir haben sehr, sehr viele Torhüter. Lössl ist ausgeliehen von Mainz, ist aber unsere Nummer 1 erstmal. Rob Green ist unser Ersatzkeeper für die Pokale. Ist eine englische Legende ja fast schon, kann man also so machen. Sowohl Ryan, der in 12 Monaten ausläuft, der Vertrag, und in die direkt auf die Transferliste setzt, einfach weil er keine Perspektive bei uns hat, so wie Schofield, der aber auf die Leiste setzt, weil er erst 17 ist, als auch Coleman, sind alles drei keine Spieler, wo ich jetzt wirklich sage, ja, müssen wir unbedingt halten, aber Coleman behalten wir zumindest als dritten Keeper. So, wir haben auf der Rechtsverteidigerposition Williams, der ist verliehen an Bury. Wir haben Hada Jonai, wir haben Craney, der ist allerdings auch schon 30 Jahre alt. Und wir haben Smith. So, das sind an sich zwei gute Rechtsverteidiger. Craney, Rotationsspieler, aber nicht wirklich wichtig. Deswegen wird der auf die Transferliste gesetzt. Hat auch nur noch 12 Monate Vertrag und ich möchte eigentlich nicht, dass ich so einen Spieler verlängere, einfach weil wir auf der Position keinen richtigen Bedarf haben, zumindest sehe ich da keinen, den noch zu halten, wenn wir halt eben Hada Jonai und Smith haben. Innenverteidigung, da wird es interessant, wir haben Jürgensen, das ist Zanka, den kennt man eventuell aus früheren FIFA-Teilen, der ist auf jeden Fall Schlüsselspieler zusammen mit Christopher Schindler. An sich ist das keine schlechte Innenverteidigung, ist aber auch keine überragende Innenverteidigung, muss man ganz ehrlich sagen, zumal das die einzigen beiden sind, bei denen man wirklich sagen kann, hey, das könnte laufen. Goran Stankovic kann man als Ersatzspieler sehen, aber die anderen, die wir hier haben, abgesehen von Hefele, das ist relativ schwierig. Sowohl Kane, den werde ich verkaufen, den Danny, Rarmani Edmonds Green werde ich auch verkaufen, weil mit 18,53 ist zu wenig und auch Dylan Corgill werde ich auf Transferliste setzen. Innenverteidigung haben wir 75 und 73. Das reicht für die Premier League nicht und das reicht auch nicht für die Ansprüche, die ich habe, weil ich kenne mich. Ich werde am Anfang Probleme haben mit dem Controller, gar keine Frage, aber ich werde wieder oben irgendwie irgendwann mitspielen. Denke ich, weiß ich nicht, vielleicht ist dieses Jahr auch schwieriger. Auf jeden Fall brauchen wir einen guten Innenverteidiger, ja. Und da hätte ich ganz gerne einen, der entweder Premier League erfahren ist, also ein Spieler aus der Premier League oder der schon mal Premier League gespielt hat oder der deutsch ist, ja, weil Huddersfield hat eine sehr, sehr große deutsche Basis an den Spielern, hat an sich einen deutschen Trainer in Realität mit David Wagner und hier auch mit mir und es würde halt einfach gut passen, also das oder ein Deutschspieler oder wir können hier auch Talente holen, ja, das geht auch. Aber bitte keine Mainstream-Talente, das werde ich meistens ablehnen. Linksverteidigerposition, genau die gleiche Situation eigentlich. Wir haben Löwe und wir haben Maloney, das ist an sich in Ordnung. Beide sind relativ stark drauf. Holmes Dennis ist an Portsmouth verliehen, deswegen ist der nicht relevant für uns. Die sind halt vom Rating nicht so stark, ne? 73 und 71,
Das ist nicht überragend, ginge aber als Außenverteidiger. Wenn ihr da aber großartige Vorschläge habt, gerne auch damit in die Kommentare. Zentral defensives Mittelfeld, da sind wir ganz gut aufgestellt. Da haben wir nämlich Billing, der hat eine Menge Potenzial, wurde diesen Sommer erst geholt, ist 1,97 Meter groß und wird bei mir eine wichtige Rolle spielen. Hawk ist 28, der wird mein Ersatzspieler sein. Whitehead, der wird absoluter Ergänzungsspieler sein. Und Booty, auch wenn er einen schönen Namen hat, den werde ich auf jeden Fall auf die Transferliste setzen. So, zentrales Mittelfeld ist auch wichtig, weil das ist so gesehen auch die 6er- bzw. 8er-Position, je nachdem mit was für einer Formation ich im Endeffekt spielen werde. Da haben wir Williams und da haben wir natürlich den Schlüsselspieler, den Transfer schlechthin, Aaron Mooy. Und darauf müssen wir natürlich achten. An sich ist da auf jeden Fall Danny Williams der Ersatz, gar keine Frage, mit 71. Aber das ist natürlich eigentlich auch kein Spieler auf Premier League Niveau. Dementsprechend könnt ihr auch da gerne Vorschläge in die Kommentare machen. Also auf der 8er Position haben wir definitiv Bedarf. Dazu kommt die 10er Position, da haben wir in meinen Augen keinen wirklichen Bedarf, weil wir da Casey Palmer stehen haben. Das ist ein junges Talent. Dazu haben wir hier noch Boyle, der ist 19 Jahre alt und kommt auf die Transferliste. An sich könnt ihr mir da aber gerne Vorschläge machen, wenn ihr möchtet. Die Sache ist nur, ich weiß halt noch nicht, welche Position ich spiele. Ich weiß aber, dass Abdelhamid Zawiri, meine ich, auch Zehner spielen kann. Ja, Van La Parra ist dann auch nicht so schlecht, aber wird Ergänzungsspieler oder, ich sag mal, Rotationsspieler bei mir sein. Ince wird wichtig sein in der ersten Saison, wird aber früher oder später auch ersetzt werden. Und im Sturm haben wir Kwana, Depoitre, Mounier, Pike ist verliehen und Hibula ist verliehen. Das heißt, wir haben drei Stürmer und einer von denen, ja, ist halt eben Colin Kwana und der ist nicht so stark. Ich werde den verleihen oder versuchen zu verleihen, aber weil ich nicht glaube, dass der mir großartig weiterhelfen kann. Ihr merkt also, wir haben vor allem Bedarf auf den Flügeln und auf der Zehnerposition. Das heißt, die komplette Reihe hinter der Spitze. Wir werden mit einer Spitze spielen, anderes gibt einfach unsere ganze Formation nicht her. Wir haben auch im Sturm Bedarf. Depoitre sehe ich als Ersatz. Ergänzung eher. Ich glaube nicht, dass ich großartig mit ihm klarkommen würde. Mounier ist definitiv unser Stammspieler und der ist 1,90 Meter groß, nicht der allerbeweglichste und dribbelstärkste. Das heißt, ihr wisst auch, was für ein Stürmertyp ich aus bin als Ersatz für den. Vielleicht auch da ein Talent, je nachdem. Ballert's mal in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr so für Ideen habt. Ich werde mich da komplett nach euch richten, weil finde ich geil, wenn ihr komplett bestimmt, welche Spieler ja drankommen sollen, beziehungsweise welche Spieler geholt werden sollen. Auf jeden Fall nicht vergessen. Like die Kommentare. Gut, zugegeben, unterschlagen habe ich jetzt Elias Katschunga, aber auch das eigentlich in meinen Augen kein Stürmer auf Premier League Niveau. Das ist ein ganz guter Ersatzspieler, aber mehr in meinen Augen halt auch nicht. Und dementsprechend auf den Außenbahnen haben wir definitiv Bedarf. Zumindest finde ich das so. Wenn wir auf unsere Bank momentan gucken, das ist in Ordnung. Da kann man mit arbeiten. Ich weiß nicht, warum die Ordnung jedes Mal nicht so ist, wie sie haben möchte, aber das ist vielleicht eine andere Geschichte. Hock kommt auf jeden Fall bei uns auf die Bank für Williams. Das ist für mich der erste Ansprechpartner. Zawiri kommt auf die Bank, weil den würde ich ganz gerne pushen für Van La Parra. Und dementsprechend wäre das auch ein Spieler, den wir noch abgeben könnten. Den werde ich, glaube ich, auch gleich auf die Transferliste packen. Hadar Jonai wird in der Startelf stehen, anstelle von Smith, auch wenn er 25 ist und Hefele ist 26, glaube ich. Wir brauchen einen Innenverteidiger. Malone ist 26, hat weniger. Dementsprechend werden wir das mal so austauschen. Also Van La Parra werde ich noch auf die Transferliste setzen und ich glaube, ansonsten haben wir das ganz gut ausgesortet, also ganz gut eingeordnet. Freestyle. Ich bin mal gespannt, was bei euch so kommen wird. Damit ihr mal so Finanzen im Blick habt, wir haben momentan 32,37 Millionen Transferbudget, 92.000 Gehalt. Ich muss dazu aber sagen, ich möchte ganz gerne einen Scout haben, und zwar einen ziemlich guten. Und jetzt ist gerade hier keiner dabei, der mir gefällt, aber das müsst ihr halt abziehen. Also mindestens einen Scout werde ich auf jeden Fall holen, egal was passiert, wenn wir am Ende Geld übrig haben, am Ende der Transferperiode, eventuell noch einen weiteren. Wir haben, anders als bei Meppen beispielsweise, ein paar talentierte Spieler oder vielversprechende Spieler, die trainieren wir hier auch. Mounier, Zawiri, Palmer, Billing und Hadar Jonai. Wir haben noch ein paar mehr, aber das sind nicht so die allerkrassesten. Also unser Kader ist auf jeden Fall nicht dafür gemacht, normalerweise in der Premier League zu spielen, das muss man ganz klar so sagen. Aber eine umso schönere und coolere Challenge ist es. Wir haben ein Angebot für Jonathan Hock, das ist unser Ersatz zentral defensiver Mittelfeldspieler, den ich eigentlich nicht verkaufen möchte. Aber wir werden da verhandeln, einfach weil, warum nicht? Vielleicht kriegen wir für den gutes Geld und können uns dafür einen neuen Sechser kaufen. Er ist ja kein unersetzbarer Stammspieler. Dementsprechend werden wir uns natürlich mit dem Verantwortlichen vom FC Burnley treffen und unterhalten. Das ist sogar der richtige Trainer diesmal, ne? Es müssten ja normalerweise die Trainer lizenziert sein von der Premier League. Ich weiß es aber nicht ganz genau. Wir schlagen eine neue Transfersumme vor. Er hat einen Wert von 4,6 Millionen, 5,8. Das wäre in Ordnung und dazu hätte ich gerne eine Weiterverkaufsgebühr. Der ist 28, das brauche ich nicht. Also werden wir nur das absenden. Mal sehen, was dazu gesagt wird. 5,3 Millionen ist Sean Dyche. Genau, das ist der Name, den ich gesucht habe. Bereit zu zahlen.
Das ist ein bisschen mehr als Marktwert zumindest schon mal. Aber wir sind in der wunderschönen Position, dass wir überhaupt nichts eingehen müssen. Und dementsprechend gehen wir nochmal hoch um 200.000 auf eben 5,5 Millionen. Und das ist, denke ich mal, eigentlich ein guter Schritt von mir in die richtige Richtung. 300.000 entgegen, 300.000 mehr, nee, 200.000 mehr, glaube ich, als er gerade gesagt hat. Und gut, die sind einverstanden, 5,5 Millionen. Wir haben unseren ersten Transferverlust definitiv, weil Hawk nicht der schlechteste ist, aber er war halt eben kein Stammspieler. Von daher denke ich mal gar nicht so schlecht, dass wir einen mit 74 und 28 Jahre alt losgeworden sind. Schafft auf jeden Fall Platz für neue Spieler. So, ihr kennt mich, erstmal Taktikvorlage erstellt, und zwar die B11, mit der wir auch gleich im International Champions Cup antreten werden. Sabiri kann doch nicht Zehner spielen, ist aber gar nicht so schlimm, da stellen wir jetzt Lolly hin. Der ist jetzt zwar auch kein Zehner und kann das auch eigentlich spielen, aber er wird das schon ganz gut machen. Wir haben an sich jede Position halbwegs doppelt besetzt, das ist ganz schön, wie ihr hier sehen könnt. Abgesehen davon, dass halt Lolly beispielsweise mit 65 normalerweise nicht der Anspruch sein kann. Whitehead auch nicht wirklich mit seinem Rating. Aber es geht noch einigermaßen, also muss ich mir da, glaube ich, keine großen Gedanken machen. Redding spielt mit 5er-Kette, mal sehen, wie das erste Spiel laufen wird. Lolly ausgerechnet, derjenige, der gar nicht auf der Position ist, auf der er spielen kann, macht das 1-0. Und wir gewinnen 4-0 durch Williams, Van La Parra, Sabiri und Lolly. Das ist sehr, sehr stark zum Auftakt. Wir haben Angebot für Ted Ryan und der ist auf der Transferliste. Dementsprechend werden wir da nicht groß rummosern und werden, vor allem, weil das Angebot über dem liegt, was unser Manager uns sagt, was wir annehmen könnten, werden wir das einfach auch annehmen und ja, werden dementsprechend Ted oder wie auch immer ausgesprochen wird, Ryan verlieren, aber das ist nicht so schlimm. Trainingsergebnisse sind okay, nichts Überragendes. So, Jonathan Hawk wurde verkauft, 4 Millionen haben wir dadurch dazu bekommen, das heißt, wir sind jetzt auf 36 Millionen und gucken auch gleich mal nach, ob es einen neuen Scout gibt, den wir uns eventuell für dieses Geld holen können. Es ist wieder keiner dabei, den ich gut finde. Schade. Das nächste Spiel im International Champions Cup geht gegen European International Cup. Entschuldigung, geht auf jeden Fall gegen SPAL, aka Ferrara, aufgestiegen aus der zweiten italienischen Liga in die erste. Haben unentschieden gegen Metz gespielt im ersten Spiel. Am vorne drin Paloschi, das wusste ich gar nicht. Das ist ziemlich stark eigentlich. Wir spielen noch mit A11, das heißt, normalerweise sollten wir zumindest einen Unentschieden bei rumbekommen, auch wenn wir auswärts simulieren. Oh, 96 führt durch Ostschalek und Prip. Na, das passt ja. Inns macht den Führungstreffer und wir gewinnen 2-1. Viviani macht noch den Anschluss, aber Parma hat uns zwischenzeitlich 2-1 in Front gebracht. Währenddessen gewinnt 96 5-1 und Schmiedebach trifft gegen High City vorher aber noch. Eieieiei. So, Ted Ryan wird anscheinend doch nicht wechseln. Crew Alexander hat sich von den Verhandlungen zurückgezogen. Schade, aber vielleicht sehen wir da nochmal was. Auf jeden Fall ist der nächste Kojil, der hier ein Angebot bekommt, 135.000. Ist auch mehr, als wir eigentlich verlangen könnten, zumindest nach dem, was unser Manager oder unser Advisor, unser Paul Heyman quasi sagt. Und dementsprechend werden wir auch dieses Angebot annehmen und hoffen, dass die Forest Green Rovers, die ich auch nicht kenne, vielleicht sind die aufgestiegen, ja, dann Dylan Kojil bekommen. Als nächstes geht es gegen Metz, die haben gegen Reading verloren und gegen Ferrara unentschieden gespielt, aber machen nach einer Minute durch Guard das 1-0 gegen uns, obwohl wir zu Hause simulieren. Haben nicht die Startelf oder nicht die Top-Elf, so wie ich das sehe. Rivière sitzt auf der Bank, unter anderem genauso wie Asuri Cotto. Van La Parra hat gefragt, ob er spielen kann. Macht das 1-1 und macht sogar einen Doppelpack. Hat sich also richtig gelohnt, dass der gefragt hat zu spielen. Er bringt uns hier nämlich den Sieg. Damit haben wir alle drei Spiele gewonnen und ziehen mit 9 Punkten ins Halbfinale ein. Hier werden wir es auch sehen, genau die letzte Partie. Rajiv Van La Parra hat gesagt, danke, dass ich mich spielen lassen habe. Ich habe mich ganz gut geschlagen, denke ich. 2 Buden, ja, hast du. Halbfinale ist A11-Zeit, gar keine Frage. Wir spielen gegen Cagliari und hoffen, dass wir hier ins Finale einziehen können. Das hat ja beim Karrieremodus mit dem SV Meppen nicht so gut funktioniert. Aber vielleicht klappt es ja hier. Eliseo, der Neuzugang, bekommt die gelbe Karte. Das ist Marco Sau, ehemalige FIFA Ultimate Team Legende, macht das 1-0 und wir verlieren 1-2. Auch in diesem Karrieremodus ziehen wir nicht ins Finale, das obwohl wir zu Hause mit Top 11 simuliert haben. Bitter, aber nicht so dramatisch. Ich habe auf jeden Fall gesehen, dass ich Van La Parra doch nicht verkaufen sollte. Den habe ich dementsprechend wieder von der Transferliste runtergenommen, weil warum sollte ich ihn jetzt draufsetzen? Er hat sich gut bewiesen in diesem Vorbereitungsturnier. Vielleicht wird er irgendwann gebraucht. Wir haben ja viele Spiele, viele Pokale und so weiter und so fort. Also definitiv behalten. Wir gucken im Jugendstab und wir sehen, ein Eamon Murphy ist am Start und den holen wir uns. Unser 5-Sterne-Einschätzungs-Scout, das war mir wichtig. Und wir werden den nach Deutschland schicken. Ich habe das ja vorhin angesprochen. Wir sind so ein bisschen das Team hier in der Premier League, was am meisten aus Deutschland holt oder am meisten mit Deutschen interagiert. Wie man ja auch an David Wagner oder Elias Katschunga oder Colin Kwaner oder, wie heißt der Innenverteidiger, Christopher Schindler sieht. Das ist, oder auch Lössel, Karauser Bundesliga, das ist Halajonay, das Löwe, das ist auf jeden Fall so ein bisschen Stilmittel und dementsprechend mal sehen. Wir werden jetzt nicht mehr viel machen in dieser Episode, weil wir haben jetzt einen Monat quasi Transferphase schon verschwendet und ihr sollt noch eure Vorschläge einbringen können. Dementsprechend werden wir auf jeden Fall den August zu großen Teilen in der nächsten Episode machen. Bringt euch einen in dieser Episode, schreibt eure Vorschläge in die Kommentare, sagt, was ihr gerne sehen möchtet, welche Spieler ihr gerne bei uns haben wollt. Auch bei Dylan Kogil ist ja die Transfererfahndung
Trocken erloschen. Das ist sehr, sehr bitter, aber müssen wir mit leben. Hingegen gibt es ein Angebot für Hefele und zwar von den Bolton Wanderers. Das werden wir uns angucken, denn ich glaube, ich meine Hefele, ich werde auch nicht alles verkaufen. Ne, ist klar. Aber wenn das Angebot gut ist, dann würde ich auf jeden Fall darüber nachdenken, zumal er bei uns halt nicht wirklich Spielpraxis bekommen wird, nehme ich stark an. Hat einen Markt von 1,8 Millionen, fordern wir mal 2,8 Millionen, eine Million mehr als Marktwert, ist natürlich eine Stange Geld für einen Verein wie die Bolton Wanderers. 7% Weiterverkaufsgebühr, auch wenn ich nicht glaube, dass er weiterverkauft wird. Und dann schauen wir mal. Mal sehen, was der gegnerische Trainer dazu sagt. Nichts. Unser letztes Angebot, tut mir leid. Okay, dann lehnen wir ab. Das ist dann so, das ständig hin und her. Das war nur einmal, aber in Ordnung. Ja, er geht ein bisschen abgefuckt raus. Aber was willst du machen? Wenn wir nun mal nur so ein Angebot bekommen und es überhaupt kein Interesse daran gibt, weil es zu wenig ist, dann ist es nun mal so. Und damit endet die erste Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Würde ich mich drüber freuen. Schreibt eure Transfervorschläge in die Kommentare. Checkt die Links in der Beschreibung zu IG Vault und zu meinem Twitter und Instagram. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, bis dann, macht's gut, haut rein. Und ciao.